Hallo liebe Sandrockerinos, hier sind wir wieder bei My Time at Sandrock. Alle hauen ab. Wo sind die denn alle so schnell hin? Okay. Auch du, Chippy, verlässt mich. Was ist hier los? Okay. Vielleicht gibt es noch was umsonst. Fässchen oder sowas. Hallo Chippy, wenigstens du bist mir treu. Screech, screech. Dann darfst du auch ein bisschen rumlaufen. Oh Gott, zumindest ein Angestellter wartet noch auf mich hier. So, hallo Nemo. Au, au, au. Jawohl, heute 4 Wauwaus. So, immer wieder ein bisschen buddeln. Bisschen, also. Kiato und. Also ist direkt weggerannt für Irrer, okay. Hui. Ja, da haben wir auch wieder einiges. So, das Rauschen nervt schon wieder. Dann machen wir das mal aus. Unsere schließt im Weg. Steht auch noch alles. Vielleicht bauen wir hier noch so einen Raketenlandeplatz hin, falls Mathilda wieder zurückkommt. Von der Beleuchtung her dürfte man das hier gut treffen. Die ganzen Lampen nicht, ja. Hello, du Sudels, altes Haus. Okay. Ja. Das ist auch eine Antwort. So, nehmen wir noch ein bisschen Mist. Geht bei euch los, ihr Hühner. Hier ist auch schon wieder. Hier liegt aber viel Zeug rum. Das Gras ist auch schon mal wieder nicht da. Muss mir das mal merken. Vielleicht ist das immer noch an ungeraden Tagen oder was? Weiß es nicht. Hier noch Sonnenstand. Ja, wie geht's bei dir? 96%. Okay, es scheint zu laufen. Hast alles ausgewogene Ernährung. Moment, da ist noch ein Häufchen übrig. So. Und die armen Jagdmals, die wissen schon gar nicht mehr wohin. Wen haben wir denn da noch? Ist ja gar nicht mehr so weit weg. Gut, bis ich auf Blümchen sitze, dann kann ich auch rüberlaufen. Ah, Burgess, den haben wir ja auch noch was auszuliefern. Was denn da hier? Vogelnestern suchen oder was? Hey, Burgess, altes, rotnasiges Gesicht, du. Hier sind die Sandbären-Zombies. Bin schön. Vielen lieben Dank. Ich habe versucht, diesmal etwas zu besorgen, das Penn nicht mag, aber ich weiß immer noch nicht, ob es sicher ist. Um den würde ich mir jetzt noch nicht so sorgen machen. Da gießt ihr die Bäume, okay. Hier in der Wüste. Also der ist für die hauptsächliche Bewässerung der Wüste zuständig. So. Was ist hier so ein Wind? Okay. Pilze haben hier keiner. Okay. Gut, also Virgis wässert hier die Wüste. Ist ja auch schon mal gut zu wissen. Kommen sie hier noch die Sandbären holen. Und dann geben wir noch ein bisschen ausliefern. Na? Sammeln. Weg, du Sandmeise, Erdmeise, Humeise. So, das ist meins. Busch. Eigentlich diesen brennenden Honig hier. Das habe ich im ganzen Spiel noch nicht rausgefunden. Muss doch irgendwo eine Quelle geben. Hm? Was sind alles für Geräusche hier? So, dann haben wir ja eigentlich fast alles. Hier müssen wir noch die. Was denken denn jetzt hier? Husch weg! Das. Oh. Was? Wo ist das denn hingeflogen? Das ist ein Tag heute, ist aber alles sehr merkwürdig. So, wir müssen für Grace noch dieses Ding machen. Jawohl! Zack! Dauert so ungefähr eine halbe Stunde, okay. Zeit lang da, weil ich dann immer so ein bisschen relativ. Oh, guck, du bist auch wieder da. Oder gehst, oder kommst, man weiß aber heute nicht. Kuckuck! So, hier auch wieder ein bisschen. Das 7. Teil vom 8. Dings suchen. Achso. Beide suchen dasselbe. Ali zahlt besser. Sorry, Owen, diesmal bist du rausgebotet. Stahlrahmen, nee, zwei sogar. Perfekt für... Das ist aber ein schönes Geschäft. Teeblätter für... Ach ja, den wir dauernd haben, ne? Komm, schadet ja nicht. Ich habe noch ein paar Punkte für... Ja. Puh, machen wir mal. 6000? Das ist noch was für den Sparstrumpf, muss man sagen. So, guck das auch wieder. Muss ja nochmal eine neue Lackierung für meinen Kamel leisten können hier. So ist es ja nicht. Und so. Starrrahmen. So haben wir natürlich wieder keine Gusseisenstangen, ist klar. Und wir brauchen auch nochmal Kupferschrauben. Kupfer und so weiter. Haben wir, vielleicht sollten wir wieder mal ein bisschen was recyceln. Stimmen wir ein bisschen. Da könnten wir hier auch nochmal machen. Wo sind diese Rohre?
Ah, die sind hier nicht. Okay. Kupferdraht haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Gut. Eisenschrott, das wollen wir auch nochmal anschmeißen. Gusseisenstangen kann ich 5 machen. Hab ich da alles für? Das muss ich ja noch ausliefern. Das eine haben wir jetzt ja. Einen, boah, 5 und 8 T habe ich. Alter. So, hier das Schwertchen. Ach ja, die Bretter haben wir. Okay, da muss ich mir keinen Kopf machen. Die können wir ausliefern. Die ist noch für... Ich könnte noch einen so ein... Ja, das ist... Auch nicht so viel. Ja. Gut. So, machen wir mal kurze Kupferschrauben, die gehen. Dann haben wir das auch. Ja gut, das ist jetzt dann auch nicht... Manganstahlstangen müssen wir noch machen. So kompliziert. Manganstahl! Haben wir zwar ein paar da, schadet aber nicht, wenn wir noch ein paar machen. Haben wir genug Krampel hier. So, die ersten sind schon mal fertig. Jo. Können wir hier schon mal wieder abzischen. Wasser und so weiter ist eh gesammelt. Können wir auch natürlich wieder mal neu machen. Was haben wir denn hier? Ups, relativ viel. Okay. Kommen wir nochmal die Blumen gießen, bevor ich es vergesse. Die wollt ihr was? Jawohl! So, du auch. Ja, Blumen ist vielleicht ein bisschen zu viel. Gibt es zu viel Plural, also das ist schon sehr, naja, ist ein Farming-Spiel, wo man nicht unbedingt farmen muss, aber, also, bei mir jetzt. So, Blümchen, sagen wir mal die Ästchen ausliefern und, Macchiato, kommst du denn jetzt her, hier, hallo? Ja? Hm? Was willst du hier, das ist eine Aufgabe. Ja, ich mach, was ich will. Okay, Katze, ja? Was jetzt Belohnung oder Strafe ist, den zu adoptieren, ich weiß es nicht so ganz. Na, guck mal, Blümchen, Sandy! Ihr zwei Turteltäubchen. Oh! Ich glaube, sie hat immer noch dieses Sodbrennen, okay. Oh, das kann man hilft. Lass doch mal Fang drauf ansetzen. Hallo, Elsie! Hey! You wanna go sandfishing? Yeah. Of course you got stuff. Ach, jetzt hört auch immer auf hier, immer mit deinem Sandfischen. Ich muss ein paar Sachen ausliefern und komme ich nochmal auf dich zurück. Ja, genau. Okay. Du bist zum Glück klein genug, um durchzulaufen. So, dann liefern wir noch schnell das Zeug auf, aus und dann wollte ich eigentlich nochmal in die Raumstation noch weiter buddeln. Peach. So, Pablo! Pablo Saloon könnte man das auch nennen. Ah, da ist er ja. So, hier, frischer Tee für deine Haare. Ich glaube, dafür ist das eigentlich gedacht. Vielen Dank, Fred. Ich brauche Weihrauch, um mich auf der Arbeit, auf die Arbeit zu konzentrieren. Ja, dann bestell dir doch mal und nicht mehr Tee. Weihrauch? Warum ist das? Also ist das falsch übersetzt oder? Das verstehe ich doch irgendwann nicht. Also. Was ist die oben eigentlich aus? Weißt du schon? Naja, das ist eine Bude. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der keine Klamotten hat. Hm. Okay, ins Bett. Okay, ja. Ja gut, hier fehlt auch ein bisschen Kundschaft, glaube ich. Hm. Oder ja genug auch langhaarige Damen hier haben. Die könnten ruhig meine Frisur gebrauchen. Ach du, Justice. So, was liegst du denn hier rum? Miau. Ja, was weiß ich. Du musst auf die Stadt aufpassen, nicht ich. Hey, Benjo, altes Haus. Miau. Hey, Avio, mein fast pleiter Freund. Okay, es dauert, bis ihr das wieder aufgebaut hat hier, ne? Sollen wir noch was andrehen, was ihr mir in die Pleite treibt? Mal gucken. Ja, ja. Das verschenke ich, glaube ich, lieber. Das meiste lohnt sich auch gar nicht. Hm. So, brauche ich irgendwas? Hm, glaube nicht. Farbe hatte ich letztens gekauft. Essig hatte ich verplempert ein bisschen, ne? Und ein bisschen. Immer gerade einen sehr guten Preis. Genau, ein bisschen Salz, dass wir irgendwann mal Ledern brauchen. Bei den Preisen jetzt gerade. Wir räubern den jetzt so ein bisschen aus.
Mehl hat er noch, aber Zucker hat er, nee, Reis hat er keinen mehr, oder? Da ziehe ich jetzt hier nicht Zucker. Kein Reis, okay. Hm. Das ist blöd, na gut. Ist gerade schwierig mit den Lieferanten anscheinend. So, da vorne haben wir noch mal was. Hier noch irgendwie. Ja, wir haben die Anzeige laufen, okay. Hey Trudy, du bist jetzt eigentlich meine Chefin, oder? Wie läuft das jetzt hier? Aha. Oh, Elsie ist admiring mein... Okay. Fred, egal mit welchen Schwierigkeiten wir konfrontiert sind, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese Stadt zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube, wenn wir alle zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ja, und das wollen wir hoffen. Abgesehen von den Leuten, die jetzt so gerade im Orbit rumfliegen und so. So, dann, apropos, Orbit. Ich hätte mal gucken, sind die jetzt wirklich alle noch im Gefängnis? Habe ich jetzt auch lange nicht mehr nachgeguckt. Hello, Avery, du sprichst eh nicht mit mir, ich weiß. Mein Gott, ich habe einmal einen Kaktus gefällt. Das wird einem immer noch nachgetragen. Und andere zerstören die ganze Stadt und es ist komplett egal, aber ja, gut. So. Brauche ich hier von irgendwas? Nee. Auch tatsächlich. Ist ja immer noch voll besetzt hier. Wer hat denn auch schön brav bisher? Ja, macht's gut. Schönen Tag noch. Hm. Nee, das ist notwendig. Diese Kitty-Dinger, das ist ein bisschen teuer. Naja, ich wollte ja eben noch mal was machen. Komm jetzt hier wieder raus. Was ist die Tür? Warum ist sie jetzt da? Immer bauen die hier rum. So. Blümchen. Nein. So rum. So, eine Sache noch und dann haben wir frei sozusagen. Halbwegs. Gucken wir mal in die Richtung. Jupp, die läuft hier lang. So, Heidi! Was hatte die? Ein Armband aus Jagdmalhorn gewünscht. Okay. So, hier sind dann vier Holzbrettchen. Mach viel tolle Sachen damit. Dummisansa, das einzig war. Ja, das Video auch mein. Ein Jagdmal-Armband. Okay, das werde ich mir eh nicht merken, aber vielleicht. Wenn ich zufällig sehe, dann gucken wir mal kurz bei mir an, vorbei, wenn wir schon mal hier sind. Dann können wir wieder. Nein, wir können kein Fleisch mopsen, warum nicht? Du kommst nicht mal mehr zum Fleisch trotzdem. Ja, sometimes ist gut. Aber, ja. Da sage ich jetzt nichts zu. Okay, Blümchen, dann, zerbricht dir den Kopf da. Okay, da geht nur nachts. Bin ich auch noch nicht runtergesprungen. So. Haha, eingelegt. Wo ist Licht da? Den hier wieder rum, Schmutz rumliegen lassen. So, dann können wir uns wieder auf den Weg machen. Was ist jetzt einfach hier rum? Ausgeliefert haben wir jetzt hier alles, bis auf das hier. Aber das muss auch nicht sofort sein. Und das auch nicht. So, kalendertechnisch haben wir so jetzt keine Verpflichtungen. Okay, was ist hier? Ja, das Übliche kann ich alle nicht verwenden. Das hat sich dann auch erledigt. Da müsste man mal was einbauen, lieber. Wie klar, ich hoffe, in der Vollversion kann man da ein bisschen mehr machen. Oder die haben das so weit verbessert, dass dann nicht umsonst Punkte sammelt, wo es gar keinen Sinn macht. Okay, mal gucken, ob Fang zu Hause ist. Mit denen haben wir auch schon lange nicht mehr gesprochen. Das Vogelnest ist hier leer. Schade, dass das denn geht. Ups. Drücke ich da auch die falsche Taste. Freie Medikamente. Mhm. So. Wo ist er denn? Was? Ach, Birch ist auch am Museum. Okay. Sind X8 Geeks. Ich habe ihn ganz übersehen. Du bist so still und leise in der Ecke. Nein, will ich nicht. Wo ist er denn? Hey, fang, altes Haus. Be careful when you go out. Use the medicine I've prepared for you. Sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Nimm die Medizin, die ich für dich vorbereitet habe. Jawohl, Herr Doktor.
Ja, welche denn? Medizin? So, habe ich noch irgendwas Schönes für dich? Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich die Nadelmauerpfeffer. Wer das hast du dich? Plus zwei, ne? Immerhin. So, kannst du dir schön das Tofu machen oder so. Dann schmeckt es auch nicht so langweilig. So. Blümelein, auf geht's. Zack. Nein, ich habe schon wieder einen falschen. Was ist denn heute los? Das Tor ist kaputt. So. Wollen wir mal wieder unseren Entenfluggesellschaft in Anspruch nehmen hier. Dann hier alles. So. Der ist jetzt gleich wieder sauer. Ja, immer, der regt sich jedes Mal auf. Ich weiß auch nicht. So, Daisy, bring uns rüber. Das ist immer erstaunlich. So, hier kleine Schleckermäule, ne? Keramik-Scrap. Naja, können wir mal mitnehmen. Frump. Kann man sich mal irgendwann mal ein Klo draus bauen oder sowas? Und es gibt ja hier keine in Sandrock, aber vielleicht wird es ja mal als DLC eingebaut. Wir gehen aufs Klo. Die 2,95 inklusive neuen Styling oder sowas, wie das heutzutage üblich ist in Spielen. Ein cooler Skin und irgendwelchen Quatsch, den keiner braucht. Und ja, kostet nur ein paar Euro. Zum Glück haben sie das hier noch nicht eingebaut. Ist noch irgendwas Sinnvolles? Kaktus. Ach, hier ist Gold. Okay. Spawn auch mal hier. Interessant sind eigentlich diese Zombie-Pflanzen. Die kann man sehr gut an Fang verschenken. Na, flippt der richtig aus. Was ist das hier eigentlich hier? Diese komischen Fische. Und totes Glas. Da haben wir es doch. Oh Jesus. Naja. Sagen wir so wenig anschlecken. So, was haben wir jetzt hier für diese komischen Fische wieder, ne? Man weiß ja nicht, was die wollen. Wofür die überhaupt gut sind. Hat nicht geklappt. Ich glaube, hier gibt es keinen Köder, die die mögen. Und die hier sind ja noch nicht eingebaut. Ja. Tja. Natürlich schlau, so ein Gebiet hier einzubauen und keiner kann hier was fangen. Okay. Heute ausgehen und Spaß hier rüber zu rutschen. Okay. Sieht ja lustig aus. Ja, guck mal, ob die nochmal rauslocken können hier. Trauen sich hier nochmal. Sieht nicht so aus. Einmal habe ich so ein Viech gefangen, aber keine Ahnung, was mit denen macht. Das trauen sich nicht. Wir sind schüchtern. Wissen, dass ich jetzt hier bin. Aha, da kommt der erste schon wieder. So leicht täuschte mich nicht, Freunde. Ha, einen habe ich. Eine Karausche. Was ist das denn? Und noch einen. Ein Bullhead. Okay. Eine Karausche. Ein einzigartiger Sandfisch, der aus dem Sand in Bäume mit niedrigen Ästen springen kann. Okay. Kann mehrere Stunden außerhalb des Sandes überleben. Und ein Bullet. Ein großer Kopf und seinen Sprung bevor Yuluk verhalten. Lassen uns oft an Stellen stecken, aus denen er sich nicht herausfinden kann. Ja, eine malerische Beschreibung. Kein Mensch versteht. Okay, sehr schön. Habt doch viel Spaß, die Husgrüne hier. Lustige Tierchen. Eigentlich hier, wenn ich hier runter. Gibt es hier irgendwas? Geheimen Eingang oder sowas? Loot, Schätze. Explodierende Sachen? Nee. Kommen Sie mal hier raus. Oh. Ich befürchte, das funktioniert nicht. So, Vorsicht, Husgrüne. Kamelalarm. So. So,
wir waren jetzt hier und haben diese komischen Vasen gefunden, ne? Ja. Wir können ja nach denen zumindest weitersuchen. Hier gibt es dann Coralhorn, was immer das ist. Satellitmodul haben wir eigentlich. Und hier gibt es einen Zinnfrosch. Wozu immer das gut ist, man weiß es nicht. So. Das Ding hier haben wir. Das fehlt eigentlich immer noch, ne? Wir setzen uns mal komplett zurück und gehen nochmal in 1. Ich will dieses Teil haben. Nur um zu sehen, wie es aussieht vor allem. So, Kinder. Dann wollen wir mal. Wahrscheinlich kriegen wir wieder denselben Mist wie beim letzten Mal. Ja, Allen One Toolbox, die brauche ich jetzt nun gar nicht. Also die sind zwar nicht nutzlos, aber ich will was anderes haben. Hot Pot Lamp Piece 3. Na, wie tief muss ich da? Okay. So, das sind die Boxen. Sonst haben wir hier nichts. Das ist alles. Du hast einmal eine Chance, für so ein Ding hier zu kriegen. Das ist ein Eingang? Nee. Das ist ja echt der Wahnsinn. Das war's dann, so, ne? Das ist es dann gewesen. Kannst hier nochmal durchbuddeln? Ne, müssen wir ja gar nicht. Jetzt explodiert hier eh noch. Aua. Ah ja. Und. Nochmal? Ne. War's das? Ja, hier ist ja noch was. Was? Unbekannt. Ach, eine Hot Pot Lamp Piece. Okay. Ich brauche wahrscheinlich Teil 2 und 1 und 3 habe ich schon 18 Mal. Mutig. Was haben wir denn da? Da kann man vielleicht auch einen heißen Prozessor. Gut, den habe ich, aber egal. So, Piece 1 haben wir auch. Wo lande ich denn jetzt, wenn ich hier weitergehe? Irgendwo in Australien oder was? Immer weitergrämt. Lande ich dann irgendwann im Erdmittelpunkt, da wo die Dinosaurier leben. Laut diesem Film. So. Wo sind wir jetzt hier? Ist so nix. Was man gebrauchen kann noch. Oh. Sind wir da? Highspeed-Prozessor brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, dann gehen wir hier wieder rein und machen da weiter. Ein bisschen Hotpot-Lamp haben wir jetzt, ja. So. Wenn ich Glück habe, sind es die Sachen, die ich suche. Und wenn nicht, kann ich nochmal von Fupsi von vorne anfangen. Wo sind wir jetzt hier? Hallöchen, waren wir hier schon mal? Ja. Highspeed-Motor. Highspeed-Motor. Chrysanthemium-Vase. Und One Toolbox. Wir haben ja eigentlich noch von. Upsi. Euch wollte ich gar nicht. Sorry, Kinder, habe euch gestört. Ich habe doch von diesen Vasen noch Krempel hier drin. Theoretisch. Ich komme ja eh nicht hier auf. Also von daher müsste ich die noch haben. Bambuvase haben wir Teil 1. Bambuvase Teil 2. Das heißt, ich habe beide Teile. Chrysanthemienvase habe ich. One of the two pieces. Habe ich auch beide Teile. Okay, dann brauche ich die Vasen nicht mehr. Was haben wir hier gekriegt? Datendisks. Okay. Und dann haben wir noch die Plum-Vase, die Pflaumenvase. Da habe ich nur Teil 1. Dann haben wir Teil 1 der Orchideenvase. Ich habe voll die Vasensammlung hier. Das heißt, die hier muss ich jetzt nicht haben. Okay. Was haben wir hier Schönes? Bambuvase. Oh ne.
auch nicht. Gut, dann können wir hier eigentlich weiterziehen. Ich brauche die Plumvase und die... Ja. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt hier raus? Bei dem lustigen Astronauten hier. Der war ja in guter Stimmung. Wie sie doch die Luft ausgegangen ist. Komm hier durch. Okay, hier geht's weiter. Was haben wir hier? Themenvase Teil 2. Toolbox. Hier noch irgendwas? Nee. Nee, hier war so weiter nix. So, machen wir hier weiter. Bis zum nächsten Ausgang. Bis zum Ausgang noch viel weiter. Ups. Lauf! Halleluja. Okay. Übertreibt es aber jetzt ein bisschen, Leute. Okay. Was wurde hier angezeigt? Nochmal kriseln. Ah, da ist Bambu-Vase, okay. Ach nee, die brauche ich ja gar nicht. Ups, halt, hier geblieben! Diebstahl! Oh, warte. Hab dich. So. Rippenfleisch klauen. So weit kommst du noch, wenn, dann mache ich das. Legal. So, den haben wir auch. Chrysanthemenvase brauche ich nicht, ne? Das haben wir ja schon festgestellt. Ne, ich brauche die Orchideenvase und die Pflaumenvase. Sehr schön. Also, von denen kriegst du anscheinend wirklich viel. Also, diese Chrysanthemenvase wird hier. Der Chris hier hinterhergeworfen hier. Also das, darum ist die Vase wahrscheinlich auch noch ständig kaputt, weil man die hinterhergeworfen bekommt, aber das ist ja echt ein Wahnsinn. Aufweise Teil 2. Macht dann auch nicht so Sinn. Na gut. So. Ab in die Dunkelheit. Juhu! So, das hat man nie wieder gesehen. Das war's dann also mit My Time in Zentrok. Dreht ist verschwunden. Ach, besser wieder. Den kriegen wir noch nicht tot. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Das ist eine All-in-One-Toolbox schon wieder. Und hier ist ganz viel Zeug. Motor, Motor. Sag ich, haben diese ganzen Motoren. Coalhorn-Piece. Okay. Ach, das ist schon wieder spät. Hört doch auf, Leute. Also die Pflaumenvase haben wir jetzt nicht entdeckt, dafür einen anderen Krampel. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Ja. So, was haben wir jetzt hier vom Durchgang? Oh. Wumps. Oh, da ist ja noch eins. Ui, ja, zwei sogar. Oh, ja, 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 ja. Holy moly, da haben sie mal ein Loch hier gegraben. Das hier alles jetzt hier? Hm, das ist ein bisschen enttäuschend, aber okay. Ja, ich weiß, es ist spät. Hetzt mich doch nicht so. Was sind wir denn jetzt hier? Da oben. Ah.
Oh. Ui. Hallo, ja. Ja. Wie geht's auch? Wo ist jetzt hier hin? Oh, ist jetzt spät. Okay. Ich glaube, das werden wir gleich mit oben abbezahlen müssen. Sind jetzt hier der Durchgang nach da oben? Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. Oh. Mitten im Flug abgeschürzt. Okay. Na gut, so, damit haben wir zumindest einen kostenlosen Transport wieder nach Hause. Ja, ich hoffe, die Ente hat mich auch schön ins Bett gebracht. Danke, Daisy. Was ist denn mit dir los, Fred? Okay. Ich bin erschöpft und ist hier im Dauerlauf aus dem Bett am Sprinten. Ja, ja, das sind wir die richtigen Leute. Oh, ich bin ja so müde. Jetzt muss ich jetzt nochmal eine Stunde joggen gehen. Okay. Also, okay. Schon die Wache mitten im Sprung, weil die das Programm dann erfasst. Na gut, dann können wir jetzt die ganzen Lampen mal zusammenbauen, oder Vasen oder was das für Dinger sind. Oh, jetzt doch ein junger Spring ins Feld. Doch überhaupt nicht müde. So, wir können die Hotpot-Lampe machen. Ja! Endlich. Mal wissen, was das für ein Ding ist hier. So, und der Laserdrucker hier, oder was das für ein Ding ist. Nee, das ist ja eher ein 3D-Drucker, sowas ähnliches. So, bis der dann fertig ist, werden wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wiedersehen. Da kommt auch schon Rosi zur Arbeit. Über die Wüste, ja. Dann gucken wir mal, wie es ja weitergeht bei unseren kleinen Panda-Bär. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.